Ich bin gerade dabei, nicht nur unser Studio hier, sondern natürlich auch das ganze Haus aufzuräumen. Und das mache ich mit Hilfe von 3D-Druck. Da kommen nämlich immer mehr Hilfsmittel zum Organisieren mit dazu. Und wir schauen uns mal in diesem Video an, was für Mittel es denn gibt, um alles Mögliche zu organisieren. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de und wir fangen erstmal mit dem ersten Punkt an. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, nämlich mit Gridfinity. Da bin ich gerade dabei, wirklich so für ziemlich alles hier momentan kleine Bins zu drucken, also solche kleinen Behälter zu drucken, und die kann ich euch nur empfehlen. Da braucht ihr nicht mal diese Platten, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Schublade packt, wie ich jetzt zum Beispiel mal, da braucht ihr nicht mal irgendwelche, naja, Basisplatten, um das Ganze reinzustecken, sondern wenn ich es in die Schublade packe, dann drucke ich das gerade so von der Größe her, dass es genau reinpasst und dass es wirklich press ist, und dann funktioniert das Ganze auch wunderbar. Und angefangen habe ich natürlich erstmal mit meinem Werkstattwagen da hinten, dass ich da anfange, die ganzen Schrauben einzusortieren. Ja, ich habe immer noch den Pile of Shame, den ich langsam aber sicher mal einsortieren müsste. Und das wird auch langsam Stück für Stück immer besser, aber es braucht noch eine Weile, weil der Berg einfach viel zu groß ist. Ja, es wird nicht besser. Egal. Jedenfalls war das der erste Punkt, wo ich angesetzt habe. Die zweite Schublade war dann natürlich die ganzen Schraubenzieher bzw. Schraubendreher. Ich weiß, ihr seid da manchmal ein bisschen empfindlich. Und natürlich auch die Schublade mit den ganzen Zangen. Aktuell drucke ich gerade eine Halterung fürs Gridfinity-System für die ganzen Klebebandrollen. Ja, ich habe Unmengen Sorten an Klebeband. Panzertape, Alutape, selbstleuchtendes Band, was dann irgendwann mal als Warnstreifen dient. Ich habe aber auch solche beidseitige Klebestreifen, diese VHB-Tapes, alles Mögliche. Ja, und die möchte ich gerne, dass die nicht irgendwo hin und her rollen, sondern dass die ordentlich an Ort und Stelle bleiben. Kann man alles wunderbar machen. Da unten in der Schublade zum Beispiel bin ich gerade dabei, die ganzen Elektronikkomponenten, auch für die Lasergun von Buzz Lightyear zum Beispiel mal, die wir demnächst fertig bauen werden. Wer das nicht verpassen möchte, Kanal abonnieren. Ja? Und da unten in der Schublade bin ich dabei, diese ganzen kleinen Elektronikkomponenten, Widerstände, Knöpfe, Vago-Klemmen, alles Mögliche, solche kleinen Fächer zu drucken, wo ich die Sachen einfach reinpacke und die Schublade aufziehe und direkt sehe, wo was ist, statt es in solche kleinen, naja, Kunststoffboxen zu packen und alles irgendwie wild reinzuschmeißen. Das habe ich beim Umzug gemacht, als wir hergezogen sind, weil ich das Ganze einfach unterkriegen musste irgendwie. Und so ist es natürlich schön ordentlich und ich habe es direkt im Blick, wo was ist. Kann ich also wirklich nur jedem empfehlen. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht's weiter im Video. Der nächste Punkt ist etwas, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, nämlich SCADIS. Das sind diese Lochblechplatten aus Kunststoff, die man im IKEA bekommt. Kann ich auch nur empfehlen. Da habe ich mir jetzt hinten am Schreibtisch und auch hier schon entsprechend und auch unten, wenn man ins Studio reinkommt, schon ein paar Platten aufgehangen und habe da dann verschiedene Haken und Behälter und alles drum und dran ausgedruckt, die wirklich wunderbar funktionieren, muss ich sagen. Und das ist prädestiniert dafür, dass man sich jetzt nicht die Sachen im IKEA kauft oder auch zum Beispiel auch teilweise gar keine Sachen dafür im IKEA bekommt, sondern sich die Dinger einfach selbst druckt, und zwar genauso, wie man es braucht. Ich habe mir hier zum Beispiel Halterung für die Nerf Gun gedruckt, ich habe unten für meine Laufstöcke ein paar Haken gedruckt und. Hier hinten am Schreibtisch habe ich eine Halterung für die Müllbeutel entsprechend gedruckt. Finde ich auch mega genial, weil dadurch liegen die Dinger nicht irgendwo in der Gegend rum oder ich gehe sie ständig irgendwo in die Küche suchen, sondern ich habe sie direkt da, wo sie hingehören, nämlich direkt neben dem Mülleimer. Für die Küchenrolle, gerade hier bei den Resin-Printern und sowas in Richtung, kann man das natürlich auch nutzen und kann sich da auch was drucken, dass man hier direkt bei den Resin-Druckern, habe ich jetzt auch entsprechend so eine Küchenrollenhalterung, funktioniert wunderbar. Hat man alles schön ordentlich an einem Platz an der Wand hängen und hat sie aus dem Weg und nicht irgendwo wild in der Gegend rumliegen. Das funktioniert natürlich auch gut, wenn man die Hände verschmiert hat, dass man einfach dran zieht, abreißt und fertig. Das nächste System, was ich mir dann gedruckt habe, war erstmal das Honeycomb-System. Und das habe ich mir so gedruckt, dass ich unten im Eingangsbereich quasi die Schlüssel aufhängen kann, wenn ich nach Hause komme.
oder auch hier im Studio entsprechend, dass ich da verschiedene Sachen einfach anhängen kann. Wobei ich sagen muss, hier für Studio wird demnächst eine Änderung kommen. Also nicht erschrecken, wenn es demnächst hinter mir ein bisschen anders aussieht. Die Wand bekommt eine andere Farbe, damit ihr nicht ständig dieses Blau zu sehen bekommt, sondern auch mal ein paar andere Farben. Die wird also wieder grau, damit ich die mit dem Scheinwerfer hier unten und da oben überall entsprechend ein bisschen anders anleuchten kann. Und dann kommt da dran ein Multiboard. Ich verlinke euch natürlich alle Systeme und alle Dateien unten in der Videobeschreibung, die ich bisher zusammenkratzen konnte. Auch das Griffinity und die einzelnen Bins. Und das Multiboard finde ich deswegen so genial, weil man sich auch kleinere Teile drucken kann, die man dann auf den Schreibtisch stellt. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Honeycomb-System hängt man an die Wand. Das Multiboard-System auch. Aber das Multiboard-System kann man sich auch so drucken, dass man kleine Organisatoren auf den Schreibtisch stellt oder auf den Tisch stellt, um dann da, was weiß ich, seine Army Painter oder Zitadellfarben reinzupacken und so aus der Richtung. Ist natürlich auch mega genial, wenn man da so ein modulares System hat, wo man dann alles organisieren kann. Finde ich Bombe. Ich habe da zwar Creativity schon auf dem Schreibtisch stehen, aber für die Farben würde ich mir wünschen, dass da nochmal sowas in der Richtung drauf hinkommt. Und das finde ich natürlich auch mega geil. Ich drucke das Ganze jetzt momentan im Brucement Galaxy Black. Davon habe ich mir 4 Kilo bestellt. Ich weiß nur noch nicht, welche Akzentfarbe ich nehmen soll. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr da gerne sehen würdet. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dazu Feedback geben würdet. Dann hatte ich irgendwann mal so einen Punkt in meiner Geschichte, wo ich total versessen auf Paracord war. Und das Paracord lag erstmal eine Zeit lang in der Kiste im Wohnzimmer, ganz wild ungeordnet darum. Und das war mir ein Dorn im Auge, meiner besseren Hälfte auch. Und ich wurde ständig gepiekst, so wann räumst du das endlich mal auf? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich druck jetzt mal was dafür. Und dafür habe ich mir ein paar Spulen gedruckt, die man schön zusammenschrauben kann, ja. Also im Prinzip sind es einfach Master Spools, aber halt in klein für das Paracord. Die kann man für unterschiedliche Längen vom Paracord drucken und die habe ich einfach hier oben einfach aufgehangen. Funktioniert wunderbar und damit sind die Sachen auch aus dem Weg. Und ich kann, wenn ich sie brauche, einfach abhängen, das Material abspulen und nochmal draufhängen. Wenn ich fertig bin, kann ich euch nur empfehlen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Um unser Bad ein bisschen zu organisieren, weil da auch alles Mögliche einfach wild im Schrank drumherum gelegen hat, habe ich angefangen, solche kleinen Körbe zu drucken. Die gibt es auch zu kaufen, ich weiß. Aber ihr wisst, ich bin ein Freund davon, das Geld nicht irgendwie jetzt im Laden auszugeben, wo ich dann sage, okay, es kostet mich dreimal so viel oder viermal so viel, sondern ich stelle mir das Ding einfach dahin, wenn ich selbst gedruckt habe. Da kann ich bestimmen, wie viel Material ich reinpumpe, welches Material ich reinpumpe, ob es günstiger ist, ob es haltbarer ist oder ob ich jetzt das Ganze schnell oder langsam drucke oder was weiß ich auch immer oder wie groß ich es drucke. Ja, weil vielleicht brauche ich gerade eine Größe, die so im Laden nicht verfügbar ist. Und dadurch kann ich natürlich auch einiges an Geld nochmal sparen und bin ein bisschen flexibler dran. Und da haben wir einfach alles mal reingeschmissen, was wir gebraucht haben. Wir haben es sortiert in verschiedene Kategorien und haben diese Körbe dann einfach im Bad ins Regal getan. Und damit haben wir ultraschnell Ordnung gehabt. Das ist natürlich mega genial, kann ich jedem nur empfehlen. Link zu der Datei findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Dann habe ich last but not least für euch noch einen Tipp. Wenn ihr leere Filamentspulen habt, egal ob eine Pappspule oder eine Plastikspule, spielt keine Rolle. Ich weiß, es gibt immer die Diskussion, ja, was mache ich mit den Spulen und wie entsorge ich die richtig? Die will ich jetzt nicht in den Hausmüll geben oder so in Richtung. Das ist ja Materialverschwendung. Und ja, es gibt mittlerweile die Recyclingfabrik, da werden wir uns am 15. März einfinden und werden da eine Factory-Tour sozusagen machen. Wer das also nicht verpassen will, Kanal abonnieren. Aber es gibt natürlich auch noch eine Verwendung für die Spulen. Und das habe ich jetzt zum Beispiel, als ich meine Kabelkiste aufgeräumt habe. Ich habe sprichwörtlich einfach die Netzwerkkabel oder aber auch die Stromkabel einfach drumherum gewickelt. Ich weiß, es ist jetzt nichts mit Organisation erstmal so an sich, was man machen kann. Schon ein bisschen, ja. Aber gedruckt habe ich mir, damit das Ganze auch an Ort und Stelle bleibt, einfach so ein paar kleine Clipse, die ich dann da reinpacken kann, damit die Kabel auch alle ordentlich sind und alle organisiert sind. Das heißt, also es sind solche kleinen Clipse, die brauchen 5 Minuten zum Drucken, brauchen auch nicht viel Material und man kann die Kabel einklicken, rumwickeln und hat dann alles schön ordentlich an Ort und Stelle, so wie es normalerweise auch beim Filament sein soll, dass das nicht so wild aufgewickelt ist, sondern schön eine Bahn neben der anderen. Und ich habe das so gemacht, dass ich zum Beispiel bei den kürzeren Netzwerkkabeln dann auf der einen Seite das eine, auf der anderen Seite das andere Kabel gepackt habe. Und das funktioniert wunderbar. So hatte ich meine Kabelkiste ruckzuck aufgeräumt. Und wenn ihr sagt, okay, ich habe keine Kabelkiste, dann könnt ihr das auch wunderbar in der Schublade verstauen und habt da jederzeit Zugriff drauf. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, sogar noch ein Etikett drauf pappen, damit ihr seht, was wo auf welcher Spule drauf ist. Also da ist Netzwerkkabel 5 Meter, 10 Meter, 20 Meter drauf oder Stromkabel XY. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Finde ich, ist ein super cooler Tipp. Es gibt natürlich auch jede Menge Möglichkeiten, nochmal was man aus den Spulen rausholen kann.
zum Beispiel Fächern zum Ausziehen und sowas in der Richtung. Finde ich auch eine geniale Idee. Ich packe euch ein paar Links unten in die Videobeschreibung. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich hole meine Leerspulen, die noch übrig sind, auf jeden Fall am 15. mit zur Recyclingfabrik. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und weitergebracht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen, vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBWay. Und natürlich auch an meine Patreonen und so. Vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBWay und natürlich auch an meinen Patreonen und Supporter. Und in diesem Sinne, Hortel the Line, Happy Printing und Ciao.